Hallöchen! Heute gibt es eine Review zu einer Peelingmaske. Und zwar ist es nicht nur irgendeine Peelingmaske, es ist wohl die Peelingmaske schlechthin. Also es handelt sich hier um ein Produkt, was auf YouTube, unter den Bloggern allgemein, in der Kosmetikszene ultra stark gehypt wird. Und man sagt dieser Maske nach, dass sie wohl, ja, so halt die heilige Peelingmaske ist. Und ich weiß ganz genau, dass ganz viele von euch da draußen sich eine Review zu so einer Maske wünschen. Von daher bin ich jetzt hier und mache die Review für euch. Und ich wünsche euch bei dem Video natürlich wie immer ganz, ganz viel Spaß. Es handelt sich also um dieses gute Stück hier. Das ist von der Firma Ren, oder Ren, die Glycolactic Radiance Renewal Mask. Ja, was soll ich dazu sagen? Wo soll ich anfangen? Es gibt viele Fakten und ich würde mal sagen, ich fange mal so mit den Inhaltsstoffen an. Ren ist dafür bekannt, dass sie erstens mal tierversuchsfrei sind. Sie verwenden keine Parabene, keine Sulfate, keine Mineralöle. Also alles, was so hautirritierend sein kann, darauf verzichtet diese Firma. Hier sind ganz, ganz viele Säuren drin. Das heißt, das ist so eine Maske, die auf Fruchtsäure basiert und auch auf Enzymen. Und das Enzym kommt aus der Papaya. Enzyme, wissen vielleicht die ein oder anderen von euch da draußen, spalten ja Eiweißbausteine. Und das heißt, ganze Hautschüppchen, die hier so auf unserer Haut oben drauf liegen, ja, kommen sozusagen weg mithilfe von diesen Enzymen. Und auch allgemein die Fruchtsäure hat natürlich auch einen Peeling-Effekt. Das hier ist keine Peeling-Maske, wie man sie so für gewöhnlich kennt. Also das sind keine Körner oder so drin, sondern die basiert, ich würde sagen, eher so auf einer festeren Konsistenz, so gelig. Also man soll sie einmal die Woche verwenden. Ich verwende sie auch einmal die Woche, manchmal auch alle zwei Wochen, je nachdem, was für ein, was für ein Hautbild ich habe. Eigentlich ist diese Maske für alle Hauttypen geeignet, insbesondere natürlich aber auch für Leute, die trockene Haut haben, die Akne haben, weil sie eben diesen Peeling-Effekt hat, weil sie die oberste Hautschicht ja einfach sozusagen wegpeelt. Also die Firma Ren verspricht natürlich mit dieser Maske ultra viel. Die Haut soll jung erscheinen, strahlen, Linien sollen gemildert werden. Also man soll so im Allgemeinen einfach ein sehr, sehr frisches Aussehen zurückbekommen. Der fahle Ton soll so ein bisschen weggenommen werden, zurückgenommen werden. Also wenn man das Gefühl hat, dass die Haut so ein bisschen fahl ist und der Ton allgemein so ein bisschen fahl und so gräulich, dann ja, verspricht diese Maske einfach nur ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr kriegt zu dieser Maske noch so ein Tuch, mit dem ihr das Peeling, ja, runter macht. Einwirken lasse ich es 20 Minuten. Man sollte es 10 Minuten einwirken lassen. Mir bringt es aber gar nicht so viel nach 10 Minuten. Und falls ihr so ein leichtes Prickeln auf eurer Haut wahrnehmen könnt, dann ist das absolut normal. Das ist auch immer so ein Zeichen dafür, dass etwas wirkt. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal, wie die Maske aussieht. Sie hat so eine gelige Konsistenz, fast schon so ein bisschen klebrig. Der Geruch sagt mir zum Beispiel total zu. Ich weiß von vielen anderen, dass sie den Geruch nicht mögen. Der ist sehr zitruslastig, sehr fruchtig, sehr stark auch. Ich trage die Maske einfach mit einer guten Schicht auf das komplette Gesicht. Ich lasse die Augenpartie natürlich aus. Ja, und natürlich muss das Gesicht vorher gereinigt sein und wenn dann die Maske aufgetragen worden ist, dann lasse ich sie, wie gesagt, mindestens 20 Minuten drauf und entspanne derzeit, lese ein Buch oder lese eine Zeitung oder gucke Fernsehen oder keine Ahnung. Chill einfach so vor mich her. Danach, wenn 20 Minuten rum sind, nehme ich sie mit diesem Tuch hier runter, was wie gesagt dabei war. Und das tränke ich in lauwarmes Wasser und gehe dann einfach so über mein Gesicht und entferne einfach komplett die Maske. Und danach gehe ich dann nochmal so mit Wasser drüber, einfach um nochmal sicher zu gehen, dass auch wirklich alles ja, unten ist. Ganz wichtig natürlich, die Maske ist ultra teuer, finde ich. Also die kostet so circa 50 Euro. Ein Tipp von mir, erschreckt jetzt nicht. Entweder ihr wünscht sie euch zu irgendeinem gegebenen Anlass oder aber ich verlinke euch unten in der Infobox einen Online-Shop, der sie zumindest, soweit ich weiß, sehr günstig anbietet. Ich hoffe, dass das Angebot noch gilt. Also da kriegt man dann die Maske für rund, ja, ich würde sagen 30 Euro, 32 Euro, sowas um den Dreh rum. Und dann geht es natürlich. 50 Euro ist sehr happig, aber ich kann euch sagen, Leute,
Die Maske ist ein absoluter Traum. Ich liebe ihren Effekt. Ich liebe einfach mein Hautgefühl danach. Also ich habe wirklich eine popoweiche Babyhaut. Meine Haut fühlt sich richtig, richtig sanft an, richtig weich. Die ganzen Tage da danach geht zum Beispiel die Foundation oder meine BB-Cream ultra schön auf meine Haut drauf. Ihr sollt natürlich auch nach der Anwendung die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgen, weil ihr ja dann doch schon sehr viel so weggenommen habt. Und ich würde sie gegen nichts eintauschen wollen, die Maske. Ich selber merke einen Unterschied. Also ich merke wirklich, dass ich nicht unbedingt anders aussehe. Also das wäre jetzt übertrieben, würde ich das behaupten. Aber ich merke schon so in meinem Hautbild allgemein, dass es anders ist. Ich strahle so ein bisschen mehr und meine Haut ist nicht mehr so fahl. Also definitiv, das kann ich euch wirklich schriftlich geben. Ich liebe diese Maske. Für mich ist die einfach nur das Top-Produkt schlechthin und verdient wirklich den ganzen Hype und ist auch wirklich jeden Euro wert. Ich kann sie euch wärmstens empfehlen, wer Akne hat, trockene Haut hat, die sich oft schuppt oder allgemein auch vielleicht mal ja, so ölige Haut. Ich glaube, für ölige Haut ist die auch ziemlich gut, weil sie auch so in die Poren ein bisschen kleiner erscheinen lässt und auch wirklich diesen ganzen Schmutz einfach aus den Poren rauszieht. Top-Produkt. Ich liebe sie sehr und werde sie mir definitiv, wenn sie leer ist, nachkaufen. Was bei dieser Maske natürlich auch einen großen Pluspunkt verdient, ist natürlich die komplette Aufmachung. Also erstens, das fängt hier schon an, das ist so ein Pumpmechanismus, der das Produkt so zusammendrückt, dass am Ende auch wirklich kein bisschen was übrig bleibt. Also das heißt, wenn ihr das Produkt aufgebraucht habt, könnt ihr euch sicher sein, dass es komplett leer ist. Und zum anderen auch dieser Pumpmechanismus an sich und ja, dieser Stöpsel, der hier ist, das ist natürlich ultra hygienisch und ihr habt dann hier keine vertrockneten Reste vom vorherigen Mal. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr so ein bisschen Spaß dabei hattet. Und ich verlinke euch jetzt hier zwei Videos, die ihr euch definitiv noch anschauen könnt, falls ihr noch Lust habt und Zeit habt. Einmal von Empathy25 und einmal von Saskias Beauty Blog. Ja, wir Mädels drehen ja hier jeden Tag ein Video für euch, beziehungsweise laden eins hoch und daher schaut sie euch an, falls ihr, wie gesagt, noch Lust habt. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.